Bei denen können wir Inklusion nur realisieren, wenn es eine ganztägige Betreuung ist. Eltern von schwerst mehrfach behinderten Kindern, denen können wir mittags das Kind nicht aufs Auge drücken. Die brechen zusammen. Die brauchen eine ganztägige Schule. Wenn das da ist, ist okay. Wenn nicht, Hände weg davon. Zweitens, gehörlose Kinder, die auf Gebärdensprache angewiesen sind und über keine lautsprachliche Kommunikation verfügen. Die müssen einen Gebärdendolmetscher haben, wenn das gut gehen soll. Ne? Das Problem ist nicht, dass das nicht ginge oder dass es teuer ist. Es ist in der Tat teuer. Das Problem ist, es gibt nicht genügend Gebärdendolmetscher. Der Markt ist total leergefegt. Nicht mal die gehörlosen Schulen haben genügend Gebärdendolmetscher. Und ohne Gebärdendolmetscher würde ich persönlich das nicht riskieren. Und schließlich drittens, die Kinder, die auf psychiatrische Betreuung angewiesen sind. Das sind die schwerst verhaltensauffälligen Kinder. Die Kinder, die einen Unterricht schmeißen können, die totalen Chaoten, die gewalttätigen Kinder, die Kinder mit einem sehr hohen Aggressions- und Unruhepotenzial, die Unterricht und Schule unmöglich machen. Diese Kinder brauchen Kleinstbetreuung, Kleinstgruppenbetreuung oder sogar Einzelbetreuung. Das können wir gegenwärtig in der Inklusion noch nicht leisten. Ansonsten, dieses Regelsystem für Lernsprache und Verhalten und das Unterstützungssystem für Sehbehinderte und Verwaiste, das zusammen ergibt eine Schule der Vielfalt. Das wäre ein inklusives Bildungssystem. So, und was ich hier frei Schnauze gequasselt habe, das können Sie fein nachlesen in einem Buch, was im Januar dieses Jahres von mir erschienen ist. Das kostet 24,80 €. Das gibt es heute. Und nur heute zum Sonderpreis von 24 €. Ich darf das nicht billiger machen wegen der Buchpreisbindung. Und Sie kriegen das heute mit Quittung und mit Autogramm. Ich habe aber nur wenige Exemplare da, also bitte sehr, darf ich um einen mäßigen Ansturm bitten. So, ich bin mit der Behindertenrechtskonvention angefangen und ich will auch mit der Behindertenrechtskonvention enden. Die wichtigsten Begriffe der Behindertenrechtskonvention sind Selbstbestimmung, Gleichberechtigung, Teilhabe. Sie werden unschwer erkennen, dass sich die Ideale der Französischen Revolution dort wiederfinden. Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Wenn diese drei Momente gegeben sind, dann spricht die Behindertenrechtskonvention von Menschenwürde. Wenn nur eines dieser Teilstücke wegfällt, spricht die Behindertenrechtskonvention von Diskriminierung. Und was Diskriminierung ist, das will ich Ihnen jetzt nicht theoretisch erläutern, sondern jetzt kommt endlich die Geschichte mit einem Märchen.